Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Divinity Original Sin. Wir haben gerade den Björn und den guten Alfie in die Stadt gebracht und werden jetzt erstmal von den Eingeweihten hier geärgert vorne. Ach, diese Musik. Flötengedudel, ein Traum. Stopp, im Namen der Göttin, wer ist da? Ach, das ist eine Frau. Stopp, im Namen der Göttin, wer ist da? Nur ein Wanderer. Ein Wanderer, sagt ihr. Vielleicht ein verlorenes Schaf, das seine Herde gefunden hat im Stall der Makellosen? Was ist das hier für ein Ort? Na, Silbertal natürlich. Einst das Zuhause der Minenarbeiter, heute das Zuhause der Gläubigen. Wir haben die Suche nach Silber gegen das Streben nach Göttlichkeit getauscht. Für einen Fremden mag sich dies vielleicht seltsam anhören, doch ihr müsst wissen, dass wir vor nicht allzu langer Zeit von einer Plage heimgesucht wurden. Eine Plage, der wir reihenweise anheimgefallen sind. Bis uns die für die Göttin spricht, ein Heilmittel gebracht hat. Sie hat uns gezeigt, wie wir die Gebrechlichkeit und sogar die Alterung unserer menschlichen Hülle überwinden können. Aus diesem Grund leben wir jetzt ein frommes und demütiges Leben. Auch wir Makellosen werden. Damit auch wir makellos werden. So. Aber ich schlage vor, ihr sprecht mit Vater Leuk, wenn ihr mehr über die Göttin erfahren möchtet. Seid also willkommen in Silbertal. Gesegnet seien alle Makellosen. Gut, haben wir sie schon mal angelogen? Die allererste, die wir getroffen haben. Seem being the operative word. Let's remain vigilant. So, neue Information. Die Makellosen infiltrieren. Findet die Hexe. Wir gehen jetzt noch nicht zu den Makellosen rein. Weil natürlich ganz interessant wäre, auch die Hexe zu finden. Wir haben natürlich uns jetzt kurz ablenken lassen von Alfie. Aber da unten ist ja die Hexenhütte. Weil ich denke mal, die wird uns am meisten erzählen können darüber, was überhaupt mit dem Makellosen es auf sich hat. Oh, noch ein inaktiver Stein. Nee, kann man nicht mitnehmen. Wir werden bestimmt ein paar Gegner finden auf dem Weg, oder? Was ist das denn? Schattenwandler? Did you see that? Shadow just sprang to life. Strange magic indeed. Perhaps we're nearing the White Witch's lair. Ja, deshalb laufen wir auch einen Umweg. Ah, der Quellenjäger. Es ist mir die größte Freude, euch mitzuteilen, dass wir Makellosen die gefürchtete weiße Hexe gefangen genommen und ihr Haus der Schrecken mit einer Barriere versiegelt haben. Ja, die größte bekannte Bedrohung von Rivellon wurde aufgehoben, vor allem dank eurem Verdienst, Quellenjäger. Eure Aktivitäten in Caesar trieben die Schlange in ihre Höhle, wo wir Makellosen unsere Falle zuschnappen ließen. Ich muss aber die weiße Hexe über ihre Verwicklung in den Mord an Ratsmitglied Jake befragen. Ah, das hohe Ratsmitglied von Caesar. Wir betrauerten seinen tragischen Tod. Ja, jeder Makellose ehrt das Gedenken an diesen edlen Mann. Dennoch, Quellenjäger, ich habe bei meinem Leben geschworen, dieses Sperrgebiet zu bewachen. Ich diene einer höheren Autorität als ihr und werde nicht meine Pflicht verletzen. Ihr sagt, ihr habt den Tod von Ratsmitglied Jake betrauert? Mit eurer Hilfe können wir seinen Mord aufklären. Tja, gucken wir mal, ne? Bam, 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 bam. Ist egal, auch wenn wir kassieren jetzt. Weil, ohne Scherz, Schere, Stein, Papier funktioniert eigentlich nur so, dass man irgendwie dasselbe gedrückt. Naja, okay. Man kann trotzdem verlieren.
Ich betraue den Tod des Ratsmitglied, aber die eine Sache hat nichts mit der anderen zu tun. Ich habe einen Eid geschworen und werde nicht einmal eine Einmischung eines Quellenjägers zulassen. Wenn ihr noch einen Schritt macht, bin ich gezwungen, meine Beschwörungskräfte mit aller Macht einzusetzen, um euch aufzuhalten. Tja, dann kommen wir da schon mal erstmal nicht lang. Müssten wir infiltrieren, wirklich. Die doofe Gruppe. Oh, eine versteckte Truhe. Ruft einen Weißwolf aus dem kalten Norden herbei. Als Schriftrolle. Hätte ich lieber als richtigen Zauberspruch für meine guten Leute. Oder sollen wir einfach versuchen, gegen ihn zu kämpfen? Dann komme ich trotzdem nicht durch die Barriere, ne? Oder wenn wir einfach versuchen, oben lang zu kommen? Warte, wir machen Trick 17. Bam, bam, bam. Ach, schade. Dann gucke ich mal das Ganze ein bisschen anders an. Zwei haben wir frei. Moment, einhändig, zweihändig verstärken, macht keinen Sinn. Böse Taten, schleichen. Wir geben ihm auch mal mehr Charisma. Ich kann nur ihn durchschicken, ne? Ah, unten sind Ork-Kämpfer. Auch gut zu wissen. Was seid ihr, eine Art Wanderer-Kammerdiener? Dann sagt eurem Boss, dass ich mit einem Mittelsmann kein Handel schließe. Dover Pilz. Interessant. Halb, halb. Also zum anderen sehe ich aber auch keinen Gegner gerade hier. So, dann verbinden wir die Gruppe wieder. Hat jetzt gerade nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Also jetzt haben wir mal kurz eine Übersicht bekommen. Aber sonst eigentlich nichts an der Stelle. Wir müssen mal eben schauen, weil... Jahan. Ach, Jahan sei ich schon. Es ist Jahan. Boss, sorry. Hat mich ein Level abbekommen gehabt.
Ich gebe dir mal ein bisschen Gewandtheit. Vielleicht kriegen wir einen Bogen dem in die Hand. Also, vielleicht können wir dir mal einen Bogen in die Hand geben. So, Schlösser knacken kannst du schon mal nicht steigern. Fertigkeiten bisher. Genau, Elite-Scharfschütze. Bauen wir jetzt einen Schuft dann am Ende? Hatte ich dem Handwerk wirklich verbessert? Ja, habe ich, ne? Dann behalt den Punkt lieber erstmal. Ich gucke jetzt mal, ob ich jetzt, wenn ich mich porte, dahin, ob ich dann auch angegriffen werde. Ich sang das Lied von Chaos und ewiger Nacht, das einem von der himmlischen Muse beigebracht wird, um in die dunkelsten Tiefen zu reisen und wieder auf. Entschuldigung. Wir hatten einen Frosch im Hals. Ein sprechender Pilz. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Oh, das bezweifeln wir aber stark. Habt ihr jemals den Schlafanzug eines Drachen gesehen? Eine Ratte, die ihren Sonntagshut trägt? Nein, nein, Quellenjäger. In diesem Leben habt ihr noch nicht alles Überraschende gesehen. Noch lange nicht. Was wisst ihr über diese Barrierepilz? Wir denken, wir könnten das ein oder andere dazu sagen, aber wie furchtbar langweilig wäre das. Machen wir die Sache doch etwas interessanter. Wir haben drei neue Rätsel für euch parat. Just selbst ausgedacht. Wenn ihr jedes einzelne Rätsel richtig löst, Quellenjäger, dann könnten wir uns unter Umständen dazu überreden lassen, euch zu sagen, was wir über diese Barriere wissen, an der ihr so interessiert seid. Andererseits, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Wir geben denjenigen, denen wir unsere Rätsel aufgeben, selten eine zweite Chance. Wenn ihr uns auch nur eine falsche Antwort gebt, verschließen wir uns wie purpurne Trichterwinde bei Nacht. Also, traut ihr euch? Später vielleicht. Was wisst ihr über die Weiße Hexe? Sieh an! Dieses spezielle Thema ist zufälligerweise unsere Stärke. Wir können natürlich mit unseren Lamellenflattern euch einfach weiterhelfen, aber wo bleibt dann da der Spaß? Ich bin da mal weg. Und jetzt? Stehe ich auf der falschen Seite, ne? Zwei von Süden, zwei von Norden. Genau so kriege ich beide. Mein Gott, das sieht so witzig aus mit der Waffe bei ihr. So, du schmeißt denen mal die Spinne entgegen. Dann können wir versuchen, die noch festzusetzen. Ach, der fliegt, den können wir nicht verlangsamen, den Schattenwandler. Was machen wir beiden Süßen? Gucken wir mal, ob wir dich blenden können. Ne, wir können auch so keinen Schaden machen am Schattenwandler mit dem Blenden. Ah, jetzt haben wir ihn getroffen. Ich habe jetzt gerade, ich habe mich unterkühlt. Ah, okay. Deshalb funktioniert das Blenden auch nicht vom Schaden her. Weil die einfach Schattenmagie sind. Genau, mach mal den Staubwedel.
Boah, 187 Schaden kritisch. Tut mir leid, wenn ich meine Spinne treffe. Aber geht gerade nicht anders. Schön, direkt beide getroffen damit. Da der erste tot. Der lässt leider eine eklige Wolke beim Sterben, die Blitzschaden verursacht. So, da haben wir die nächste Wolke. Nee, dann. Nö, der hat sie einfach nur aufgelöst. Also Feuer scheinen sie nicht so sehr zu mögen. Spinne bleibt stehen. Mannequin noch gelähmt. Ah, jetzt gleich macht die Spinne wieder ein. Oh, eine Feueressenz. Und schon wieder Blaupilz. Hat man nicht vorher alle eingesammelt? Macht nichts. Wir trafen in der Nähe der Hütte der weißen Hexe auf Pilze. Vielleicht können diese uns helfen, die Barriere zu zerstören, die den Eingang blockieren. Armbrust hat die nur durch Ausrüstung, ne? Ja. Schildexperte ist Blödsinn bei ihr. Handwerk hat die ein auf Lehrmeister. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist. Da bringt das echt 70 Leben, wenn ich der einen auf Konstitution gebe. Ich gebe der lieber nochmal auf Stärke. Damit die auch weiterhin gut reinhauen kann. Was sagt denn der zweite Pilz dazu, was wir hier rumlungern? Noch mehr kämpfen gegen Schatten. Sind aber auch ziemlich anfällig gegen Stolpern. Auf der Seite steht auch nur einer. Sehr schön, hat den anderen auch getroffen. Und wir haben die schön hier zwischengehauen. Können nämlich den dann nochmal rumschmeißen. Und sogar noch einmal mit unserer Waffe schlagen. Na, lass dich nicht blenden. Ah, verdammt. Ach, die stehen da in der Pfütze, ne? Ja, schlechte Nummer mit der Pfütze. Ups. Angriffshaltung muss ja nicht stehen.
Mhm. Physischer Schaden wird mir gerade nicht helfen, mich davor zu schützen. So, geh erstmal einen Schritt raus aus den Blitzen. Vielleicht töte ich ihn ja mit dem Angriff. Nee. Ist einfach zu wenig Schaden. Guter Gegenangriff. Genau, ärger mal den, der da steht. Ich muss jetzt nach und nach mal ausprobieren, was denn überhaupt bei denen funktioniert. Schattenflüsterer. Ach, der hat die Kreatur unsichtbar gemacht. So ein Schelm. Nein, ich habe aus Versehen weitergeklickt. Ich hasse es, dass ich nicht selbst darüber entscheide, wer als nächstes dran ist. Macht nichts. Dann heil den Pascal mal eben. Gucken, unterkühlen müsste auch gut funktionieren. Halt dich mal komplett, Pascal. So, der nächste ist tot. Weiß nicht genau, was er gemacht hat. Dann können wir ihn schon mal hier außen rumschicken zum Schattenflüsterer. Setz mal einen Feuerball ein. Danke. Und dann setz mal die Spinne ein. Wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, jetzt gerade noch einen weiteren Kämpfer zu haben vorne. Weil Pascal ist auch geblendet, das ist schlecht gerade. Sehr gut, beide eingefroren, auch wenn es nur für eine Runde ist, lohnt sich. Vielleicht sollte ich nachher mal... Nein! Er ist auf dem eingefrorenen Wasser ein... Ah! Ausgerutscht. Pascal, du Dämlack. Der schießt zwar nicht durch, aber er friert den oberen wieder ein. Oder lebt. Na, nicht gelähmt, sondern er hätte ihn eingefroren. Willenskraft verringert. Meinst du wirklich, dass das die beste Idee war gegen mich? Reicht das? Ja. Sehr gut. Sind die auch alle tot?
Moment, wo lebt noch einer? Ach, da ganz hinten hat sich einer versteckt. Na dann komm. Frieren wir dich auch nochmal ein. Jetzt machen wir hier das Niederschlagen. Oder wie das heißt, vernichtende Faust. Wird auch so reichen, auch wenn hier vorne eine Explosion abfällt. Beziehungsweise verschwendet ist. We've escaped the void by the skin of our teeth. And still this shadowy barrier remains. There must be another means of removing it. Definitiv. Aber diese müssen wir noch finden. Da ist das Problem. So, wir haben Ring gefunden. Lehrmeister, Wasserresistenz, Sichtweite. Den werden wir mal nutzen anstatt den Silberring des Lehrmeisters. Was haben wir hier für ein Amulett? Auch Lehrmeister. Erdresistenz und Widersicht. Kupferamulett des Wissens. Da würde ich aber ein Intelligenz verlieren und sonstigen Kram. Da lasse ich lieber das Alte drin, das finde ich gerade passender. Auch wenn der Wert sich stark unterscheidet. So, jetzt können wir mal mit dem zweiten Pilz hier reden. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Was wisst ihr über die Barriere? Ah, er sagt mir das Gleiche. Tja, da werden wir uns nächstes Mal das Rätsel angucken, was der Pilz für uns hat. Natürlich erstmal speichern und dann das Rätsel angucken und dann überlegen, ob das schlau oder nicht so schlau war. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Ciao.